Bei der CDU stehen alle Zeichen auf Umbruch. Bis Anfang kommenden Jahres wollen die Christdemokraten ihre Spitze neu bestimmen. Ein Sonderparteitag soll dann den kompletten Bundesvorstand neu wählen. Heute haben Präsidium und Bundesvorstand einstimmig beschlossen, dass wir den kompletten Bundesvorstand neu wählen, weil es einer solchen Legitimation bedarf. Also der Bundesparteitag wird alle Positionen zur Wahl haben und das war, wie gesagt, heute einstimmig. Zum Auftakt soll es auf einer Konferenz der Kreisvorsitzenden um die Frage gehen, ob und in welcher Form die Mitglieder in die Suche nach einer neuen Parteiführung einbezogen werden. Dazu soll laut Ziemiak am 2. November eine Entscheidung fallen. Zudem solle das schlechte Wahlergebnis so wörtlich brutal offen aufgearbeitet werden. Wir werden ferner eine Kommission einrichten zur Analyse des Wahlergebnisses, aber vor allem auch des Wahlkampfes. Wir wollen diejenigen, die Wahlkreise gewonnen haben, zusammenbringen, um auch dort die Erfolgsrezepte weiter zu vertiefen und zu diskutieren. Aber wir wollen auch mit denjenigen, die nicht die Wahlkreise gewonnen haben, zusammenkommen, um zu hinterfragen, an welcher Unterstützung hat es beispielsweise aus Berlin gefehlt. Bei der Bundestagswahl Ende September hatte die Union mit gut 24% das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Dies macht nun eine personelle und inhaltliche Neuordnung nötig.